In der Welt von One Piece ist Kizaru als Marineadmiral in einer sehr komplexen Situation. Steht er für seinen Job und somit auch für die Moral der Weltregierung ein, oder stellt er sich auf die Seite seiner Freunde? Denn eines haben die letzten Kapitel gezeigt, die Freundschaft zwischen Kizaru und sämtlicher Charaktere im Egghead Island Arc ist viel tragender als angenommen. Wie sieht Kizarus Zukunft aus? Wie wird er sich entscheiden? Und welchen Preis wird er dann dafür zahlen? Bekommt er ein neues Kopfgeld? Wird er eventuell sogar sterben? Darum sprechen wir heute. Und falls ihr nichts mehr zu One Piece verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre korrekt. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Eiichiro Oda hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er den Kuma-Flashback in voller Gänze zeigen möchte. Jedes kleine Detail, und daher können wir stets davon ausgehen, dass wir noch ein, zwei Kapitel bekommen. Denn ohnehin steht noch ein großes Ereignis in der Vergangenheit hier in diesem Flashback aus, nämlich das Sabaody-Archipel und der Moment, wo Kuma die Strohhüte vor Kizaru, Sentomaru bzw. der Marine gerettet hat. Dort hatte Kuma ebenfalls auch einen Dialog mit Kizaru, nämlich dass Kuma sich hier selbstverständlich rechtfertigen müsste für das, was er dort getan hat. Und genau dieses Aufeinandertreffen der Situation auf dem Sabaody-Archipel zwischen Kuma und Kizaru wird hier definitiv noch ein zentraler, sehr, sehr großer Punkt werden, denn dieser Punkt ist vielleicht sogar auch der Trigger für Kizaru, sich für eine Seite zu entscheiden. Und die Situation damals hat deshalb so viel Gewicht, weil wir jetzt durch den Flashback gelernt haben, dass Kuma, Kizaru und generell alle Teilnehmenden hier auf Egghead Island über Vegapunk mit Bonnie, Sentomaru etc. befreundet sind. Nun, dass Kizaru eventuell die Seiten wechselt, ist ja kein neuer Gedanke bzw. keine neue Theorie. Wenn wir allerdings retroperspektivisch alles betrachten, dann kommt man hier definitiv noch auf die ein oder anderen Punkte, die sehr, sehr interessant sind. Zuallererst natürlich der Kampfeinsatz von Kizaru. Natürlich ist er nicht umsonst bzw. out of nowhere mit nach Egghead Island gereist. Ich denke, Kizaru wusste ganz genau, was ihn eventuell dort erwartet. Allerdings hat er an sich selber vielleicht die Voraussetzung gestellt, dass wenn er persönlich nicht dort vor Ort ist, dass er die gewisse Situation in die ein oder andere Richtung sogar aktiv lenken bzw. manipulieren kann. Und deshalb ist eventuell kein anderer Admiral dorthin gereist, weil Kizaru natürlich auch Verbindungen zu Vegapunk und so weiter hatte. Und wenn wir natürlich den Kampfeinsatz von Kizaru hier auf Egghead Island uns anschauen, dann gibt es nicht zu Unrecht eine Truppe, die sagt, okay, Kizaru ist hier nicht wirklich all out gegangen. Und wenn man sich einige Punkte anschaut, dann ist das vermutlich auch sogar wahr. Denn einerseits der Hit von Kizaru gegen Bonnie, wo Kizaru dann auch gesagt hat, yo, zwingt mich doch hier jetzt nicht hier all out gegen euch zu gehen oder noch mehr meiner Freunde zu verletzen. Dieser eine Kick gegen Bonnie zum Beispiel, der hat Bonnie im Nachhinein nicht wirklich geschadet, und da hat man im Vorhinein erst gedacht, okay, wenn Bonnie ja ein Buccaneer ist, dann kann die halt solche Tritte wegstecken, aber es hat sich ja jetzt herausgestellt, dass Jeopardy Bonnie eben nicht die leibliche Tochter von Kuma ist. Somit müssen wir dieses Verhalten natürlich auf das Konto von Kizaru rechnen, dass der hier nicht wirklich all out gegangen ist. Dasselbe natürlich auch, wenn es darum geht, hier gegen Sentomaru zu kämpfen. Klar, der Kampf sah ein bisschen brutal aus, aber Sentomaru war ja im Nachhinein auch nicht wirklich krass verletzt oder so. Sprich, Kizaru hat sich hier in dem Austeilen bei seinen Freunden vermutlich zurückgehalten, und ich denke, vielleicht sogar auch bei Vegapunk selber. Die Frage ist natürlich, hat er das auch bei Ruffy getan? Ja oder nein? Ich persönlich muss sagen, es kann sein, es kann aber auch nicht sein, weil wir kennen ja Ruffy. Er zieht die Leute auf seine Seite. Und Kizaru hat sich ja selber gewundert, dass Ruffy als Pirat die hier beschützt. Und vielleicht hat Kizaru ihm das so ein bisschen angerechnet. Ich will ja nicht großartig sagen, dass Kizaru dann doch eine Chance oder so gehabt hätte. Wir dürfen nicht vergessen, Ruffy hat gerade eben Kaido besiegt. Das heißt, Kizaru wird hier auch in einem All-Out-Kampf vermutlich keine große Chance haben. Vor allen Dingen, weil ja Ruffy auch nicht wirklich was einstecken musste oder sonstiges. Ruffy hat ja eher hier mit Kizaru gespielt. Das war ja kein wirklicher, ernsthaftiger All-Out-Kampf auf beiden Seiten. Fakt ist, jedoch, Ruffy hat Kizaru mit einem One-Hit-KO schlafen gelegt. Natürlich könnte man jetzt die Argumentation hier hinterfragen und sagen, ah, vielleicht hat Kizaru sich ja mit Absicht so treffen lassen, damit er hier nicht weiter seine Freunde jagen muss. Das kann wiederum natürlich sein. Ein wichtiges Panel, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich die Reaktion von Kizaru auf den Sonnengott Nika, auf Ruffys Gear 5, denn Kizaru selber hat ja eine Anmerkung gedroppt, dass das wohl der legendäre Punkt, Punkt, Punkt ist. Also er ist es, und wir wissen jetzt durch den Flashback
Flashback von Kuma, dass Kizaru die Erzählungen von Nika mitbekommen hat. Kuma hat das natürlich mit seinen Freunden geteilt. Kizaru selber hat sogar den legendären Nika-Tanz getanzt. Und da kann man natürlich jetzt grundlegend, wenn man all diese ganzen Punkte betrachtet, die Vergangenheit, die gemeinsame Freundschaft, die Erzählung um Nika, Kuma, Jeopardy Bonnie und so weiter, wenn man all diese Punkte hier einzeln aufführt, dann kann man vielleicht auf diesen Nenner kommen, zu sagen, Kizaru hinterfragt dieses ganze System. Vor allem, da wir ja wissen, dass Oda sich nicht oft sträubt, irgendwelche Parallelen hier einzubauen, denn wir wissen, Kizaru ist nicht der erste oder wäre nicht der erste Marineadmiral, der sich gegen die Weltregierung stellt, der andere Sichtweisen oder Perspektiven hier ausprobiert. Wir haben Kusan auf der einen Seite, wir wissen von Fujitora, wie er in Wirklichkeit denkt, ja deswegen, wieso auch nicht auch Kizaru? Naja, die große Frage wird sein, was wird der finale Trigger sein? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Eiichiro Oda diesen Trigger natürlich damit verbindet, dass wir jetzt den Kuma-Flashback Richtung Sabaody-Archipel auch sehen, denn ich glaube, Kuma und auch Kizaru haben dort einen Dialog gehalten. Kuma hat ihm eventuell davon berichtet, dass Ruffy Nika ist und wer weiß, wohin das Ganze jetzt führt und wann Kizaru das wirklich erkennt, dass Ruffy wirklich der Sonnengott ist. Gerade die Symbolik ist hier ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ruffy als Sonnengott, die Sonne, die natürlich Licht verteilt und Kizaru mit der Lichtfrucht. Ich denke, offensichtlicher kann diese Symbolik eigentlich gar nicht sein. Die beiden gehören dann doch irgendwie zusammen in einen Topf. Und selbstverständlich ist auch der Charakter von Kizaru immer sehr, sehr eigenständig gewesen. Der etwas chillige, sarkastische, der immer lächelt und alles nicht so ernst nimmt. Ja? Dass das vielleicht so auch eine symbolische Verbindung oder auch Hommage an den Sonnengott Nika sein könnte. Und dann bleibt natürlich unter dem Strich die Frage, was passiert, wenn Kizaru diesen Trigger erfährt? Verrät Kizaru dann die Weltregierung? Stellt er sich auf die Seite von Vegapunk? Erfährt er und erkennt Kizaru per se, dass die Weltregierung böse ist? Und dann ist natürlich die Frage, wenn das passiert, welchen Preis wird er bezahlen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kizaru hier entweder draufgehen wird oder natürlich dann komplett die Weltregierung verrät, der Weltregierung dann den Rücken zukehrt und eventuell dann weiter mit Vegapunk reisen wird. Ob Kizaru dann entweder zur Revolutionsarmee geht oder nicht, das bleibt natürlich abzuwarten. Fakt ist allerdings, wenn Kizaru die Seiten wechseln wird, der Weltregierung den Rücken zukehrt, die Marine verlässt, dann wird eines faktisch definitiv passieren. Kizaru wird ein Kopfgeld bekommen, sofern dieser nicht hier sterben wird. Und dieses Kopfgeld, Leute, wird absolut heftig werden. Wir reden hier von einem Kopfgeld mindestens in der 2-Milliarden-Liga. Die Marineadmiräle per se bekommen ja von der Cross-Guild schon 3 Milliarden. Das heißt, man könnte sich vielleicht sogar daran orientieren und Kizaru könnte ebenfalls so ein großes Kopfgeld bekommen. Die Frage ist natürlich, was ist dann die zukünftige Rolle von Kizaru? Beschützt er dann natürlich Vegapunk, das Wissen etc.? Hilft er im finalen Krieg mit, wenn er tatsächlich die Seiten wechseln wird? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das dann in den nächsten Kapiteln in Erfahrung bringen werden, denn wenn Oda wirklich straight den Flashback durchgeht, dann kommen wir jetzt bald auch an den Sabaody-Archipel und dort werden wir vermutlich Zeuge des letzten Aufeinandertreffens der zwei Freunde, Kuma und Kizaru. Und in genau dieser Situation hatte Kuma noch zu allerletzt sein Gedächtnis bzw. seine Persönlichkeit und es will mir nicht aus dem Kopf, dass ich mir stets die Gedanken darum mache, dass Kuma Kizaru hier auf jeden Fall noch etwas mitgegeben hat. Am Ende des Tages liegt es in der Hand von Eiichiro Oda, wie er mit der Situation umgeht. Ich denke, er wird das Beste daraus machen und ich freue mich natürlich, gerade als sehr großer Kizaru-Fan, auf den Outcome dieses Plottes, was Oda hier geplant hat, wie er vorgeht und so weiter. Das wird definitiv sehr, sehr spannend werden. So Leute, schreibt mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare zur Zukunft von Kizaru. Was schätzt ihr, könnte der vielleicht für mögliches Kopfgeld bekommen, sofern er die Seiten wechseln wird? All das gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wäre super korrekt von euch. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt das natürlich gerne nach. Ich bedanke mich dann natürlich fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen einen entspannten Tag. Macht's gut, haut rein, ciao und tschüss.